Aber ich glaube, das wäre mir dann im Zweifelsfall egal. Man, Ami darf mal auch nur 5 Sitze haben. Also finde ich gut, wenn Leute sich trauen, aber... Das ist halt wirklich... Ich bin... schon irgendwo auch naiv, ist klar, aber bis jetzt hat mich das weit gebracht und ich merke irgendwie auch, dass das muss einfach so sein in meinem Leben. Was heißt denn naiv? Ja. Ja, oder sag ich mal, nicht so auf Sicherheit bauend wie vielleicht andere. Also ich versuche halt echt meinen Traum zu leben, wie man jetzt auch an meiner Karre vielleicht sieht. Das ist einfach, ich weiß, das Leben findet einfach täglich statt sozusagen und ich kann immer sagen, ja, irgendwann ist es mal soweit, aber irgendwie so, wenn man so denkt, glaube ich, kommt man hin zu nichts. Weil es gibt immer ganz viele, die sagen, hätte ich mal gemacht. Ja, und das, ich glaube, das werde ich wirklich nie sagen. Da wirst du bestimmt auch sagen, weil ein Menschenleben ist einfach zu kurz für alles, das man zu machen. Ja. Ist auch so. Ja, und wenn ich bedenke, ich war 2009 schon für 3 Monate in Kalifornien, bin die ganze Zeit rumgereist, mit dem Fahrrad wohlgemerkt auch noch. Ja. Ich bin von San Francisco bis Los Angeles gefahren. Ehrlich? Mhm. Das machen wir auch, vielleicht mit dem Auto. Ja, wollte ich auch erst mit dem Auto, aber dann habe ich durch einen Recherchefehler gedacht, dass ich mir kein Auto leisten könnte. Und naja, habe ich das kurzerhand umgeschmissen und auf Fahrrad umgemünzt. Ja gut, aber war im Endeffekt viel toller, muss ich ehrlich sagen. Man lernt mehr Leute kennen. Ja, und auch man kann halt wirklich auch überall da stehen bleiben, wo man möchte und ein Foto machen. Ist auch viel intensiver. Auto fährst du schneller vorbei. Ja. Ist das schon okay, so ein Fahrrad in Ordnung, wenn du fit genug bist dafür. Ja. In 3 Monaten hast du Zeit, fit zu werden. Ja. Nee, also das war schon echt super. Und Kalifornien ist einfach mein Start irgendwie inzwischen. Mein Papa war 2-mal vor mir da und hat mich quasi auch dazu angeleitet oder animiert. Mich einfach genau animiert. Ah, gut. Und ja. Hatte selber schon Bekannte da, die habe ich dann auch kennengelernt und sind inzwischen auch Freunde, unter anderem. Ehemaliger, also ein Winzer nach wie vor, aber der hat sein Weingut für 148 Millionen an Constellation verkauft. Der ist echt Multimillionär, der war letztens noch in Düsseldorf und ich bin mit dem per Du und Shake Hands und wir, keine Ahnung, umarmen uns teilweise sogar. Das ist echt krass, was da abgeht. Kann nicht verkehrt sein. Gut, das heißt ja nicht nur, weil er Millionen hat. Nee, eben, aber es ist echt toll, dass der so locker drauf ist. Ja. Aber der scheint ein großes Weingut gehabt zu haben bei der Preisklasse. Ja, oder ein sehr gutes, kann natürlich auch sein. Ja, war einfach der bekannteste Winzer Kaliforniens. Oder ist es immer noch? Ja gut, der Wein ist ja auch bekannt von da. Ja. Wie übel. Zeichnest du die ganze Fahrt auf? Fast. Es ist echt, es ist mir so egal, wenn das Ding voll ist, ey, aber wann fahre ich mal beim Buick Riviera mit? Während der 3 Monate Amerika habe ich ein einziges Mal einen kurz gesehen. Wie? So durchs Bild fahren sehen, so ungefähr, in Los Angeles und das war's. Wir haben in den 3 Jahren ja auch nur 100.000 gebaut. Ja, ja, eben. Und ich weiß, wie selten die Dinger sind. Und muss nach Holland gehen, da sind öfters welche. Ja. Die haben mehr davon. Ja. Meist auch umgerüstet auf Gas. Krass.